Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Der liebe Stefan K. hat mich gefragt, ob ich denn ein Tutorial machen kann über Drohnen, die man mit einem Dietrich öffnet. Und jo, gar kein Problem, kann ich machen. Wir kennen zum Beispiel solche Drohnen aus Skyrim, wo man erstmal einen Dietrich braucht, um es zu öffnen. Genau das machen wir heute in diesem Tutorial. Aber bevor es losgeht, noch eine kleine Information für euch. Auf meiner Homepage sind nochmal die ganzen Tutorials, die ich auf diesem Kanal gemacht habe, gelistet. Dort habt ihr einen besseren Überblick über die ganzen Tutorials und ihr könnt mal reinschauen, wenn ihr gerade Anfänger seid, schaut mal vorbei und macht das ein oder andere vielleicht auch mal nach. Solltet ihr aber generell neu auf meinem Kanal sein, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr RPG-Maker-Stuff sehen wollt und auch generell Spieleentwicklung-Zeug, denn das findet man hier häufig. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, Intro! Als erstes erstellen wir ein neues Item und benennen es in Dietrich. Dann wählen wir noch ein Symbol aus und klicken auf OK. Jetzt gehen wir zu unserer Map, erstellen ein neues Event. Hier wählen wir eine Truhengrafik aus. Wir klicken doppelt in die leere Zeile und erstellen einen Text, sowas wie "Ich habe keinen Dietrich". Dieser Text sollte kommen, wenn ihr keinen Dietrich im Inventar habt. Jetzt kopieren wir die Seite und fügen sie ein. Bei der zweiten Seite machen wir einen Haken bei Item und wählen den Dietrich aus. Klickt nun in die leere Zeile und wählt Auswahlmöglichkeiten aus. Bei der ersten Zeile schreibe ich links, bei der zweiten Zeile rechts. Klickt auf OK. Geht nun ganz nach unten zum Beenden-Fall und wählt bedingte Abzweigung aus. Wir erstellen eine neue Variable und nennen sie Dietrich. Konstante stellen wir auf 1 und wählen das Gleichheitssymbol. Klickt nun auf OK. Wir kopieren jetzt die Auswahlmöglichkeit und fügen sie in die Bedingung ein. Kopiert jetzt die ganze Bedingung und fügt sie ganz unten im Beenden-Fall ein. Bei dieser zweiten Bedingung ändern wir die Variable auf 2. Jetzt haben wir 3 Auswahlmöglichkeiten. Ihr könnt diesen Part so oft wiederholen, wie ihr wollt. Für mehrere Kombinationsvarianten. Ich belasse es in diesem Fall bei 3. Jetzt springe ich ganz nach oben. Immer wenn die Auswahl richtig ist, soll die Variable um 1 mehr werden. In meinem Fall ist links richtig und deshalb ändere ich in der Auswahl links die Variable auf 1. Bei der zweiten Auswahl ist rechts richtig. Also ändere ich bei dem zweiten Fall rechts die Variable auf 2. Die letzte Auswahl lasse ich erstmal noch leer. Darum kümmern wir uns später. Jetzt füge ich zu jeder Auswahl, die falsch ist, einen Soundeffekt hinzu, damit der Player weiß, dass die Auswahl nicht richtig war. Nun wird es Zeit, dass wir uns um die letzte Auswahl kümmern. In meinem Fall ist das links. Je nachdem, wie ihr wollt, kann es auch rechts sein. In dieser Auswahl füge ich erstmal eine Bewegungsroute ein, damit sich die Truhe öffnet. Links, rechts, dann nach oben drehen für dieses Event. Darunter füge ich einen Item-Sound hinzu und gebe den Held danach einen Trank. Ihr könnt ihm auch ein anderes Item geben, je nachdem was ihr haben wollt. Danach kommt eine Textausgabe mit Trank erhalten. Jetzt kommen wir zur Bildanimation. Ich habe hier eine kleine Dietrich-Animation erstellt, die ihr in der Videobeschreibung runterladen könnt. Solltet ihr die Grafik nicht wollen, könnt ihr die Anzeige auch überspringen. Ganz oben lasse ich das Bild Dietrich 0 anzeigen. X auf minus 100, Zoom auf 75%. Das kann auch je nach Auflösung abweichen. Immer wenn man auf links drückt, lasse ich die Bilder 1, 2, 1, dann 0 anzeigen. Dazwischen 5 Frames warten. Dieses kopiere ich jetzt nun überall, wo die Auswahl links ist. Wenn man auf rechts drückt, werden die Bilder Dietrich 3, 4, 3, 0 in der Reihenfolge angezeigt.
Dieses wird ebenso überall in rechts eingefügt. Am Schluss beim Beenden-Fall wird das Bild wieder gelöscht. In meinem Fall mit der Nummer 10. Vergiss nicht, die Variable wieder auf 0 zu stellen am Schluss. Nachdem der Text Drang erhalten kommt, stellen wir ebenso die Variable auf 0 und stellen Selbstschalter A auf an. Er stellt eine dritte Seite mit dem Haken bei Selbstschalter und wählt A aus. Dort ändern wir die Grafik mit der Truhe, so dass sie offen ist. Jetzt erstelle ich noch ein Event, das mir den Dietrich gibt. Und mache mal einen Testlauf. Meine Kombination ist links, rechts, links. Wenn wir die richtige Kombination haben, öffnet sich die Truhe. Ihr könnt auch komplexere Truhen erstellen mit mehr Auswahlmöglichkeiten. So, das war's mal wieder mit diesem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie man ein Truhenrätsel erstellt, dann klickt doch mal hier oben drauf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Tschüssikowski.